Alter, kriegst hier bald einen Fußkrampf bei. Wollte gerade sagen, nicht hinter mich. Könnt ihr vergessen. Ah ne. Komm, muss da schon bleiben. Oder? Ach scheiße, jetzt geht die Spur doch weg. Hey, ist er jetzt hinter mir oder was? Ja. Hä? Wow. Macht ja richtig viel Sinn. Oh, hier vorne haben wir ein bisschen Stau. Ist das mir die Polizei hinten drauf gefahren? Ja. Intelligenteste Polizei EU West. Würde ich jetzt mal sagen. Was ihr denn jetzt, Alter? Kommen wir denn da hin? Oh nein, wie können sie nur bremsen? Also, nein, das finde ich jetzt nicht gut. Also, das nächste Mal bitte fahren sie voll drauf und oder rollen sie am besten nur maximal mit 10 km/h lang und ziehen dann die Feststellbremse. Das ist, ich weiß nicht, was stellt ihr euch denn vor, Alter? Als ich sie zum ersten Mal meckern gehört habe, habe ich mir nur so gedacht, hochnäsige Zicke. Ja, hochnäsige Zicke. Du bist echt so ein geiles Beispiel, Alter. Was für eine Körperverletzung. Ich habe nur abgebremst, weißt du? Gut, zwar vielleicht ein bisschen stärker, aber... ist ja nicht direkt Körperverletzung. Los, heizen! Heuer! Geil! Jetzt... mal, hier. Ach Gott, da steht noch welche. Ach Gott. Ja, wow. Warten wir. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Möchte man zumindest mal. Und sonst so, alles gut, alles fresh, ja. Wunderbar. Oh Gott, was macht ihr denn da? Ja, nee, ich kann das hier nicht vernünftig halten. Ja, klappt halt nicht. Idioten. Hallo. Ist eben geschlossen. Ich muss schwören können. Ah ja. Ach ey. Läuft jetzt schon wieder mit der Verspätung. Ach ey. Bei nee, wir haben ja einen Void hier drin, oder angeblich einen Void. Void Diva 6, ich glaube.
nächste Haltestelle. Ah, ne, haben wir hier nicht zu sehen. Shit! Alter, was steht hier denn hier? Ich wollte gerade was nachgucken. Ich dachte, wir hätten hier eine Ganganzeige. Ein Display brauchen wir nicht. Aber wenn ich das richtig weiß, haben wir hier ein Void Diva 6 drin. Und man hat sich so gedacht, Void Diva 6, das 6 steht sicherlich für 6 Gänge. Die hat hier, wenn ich das noch richtig weiß, 6 Gänge eingebaut. Hallo. Rein. Weißt du, sie ist so die Person von wegen, oh, ich komme in eine Schule und ich merke, ich habe doch eine Freistunde und gehe halt einfach wieder. Naja. Nächste Haltestelle, Paul-Koch-Straße. Betriebsfahrt. Moin. Wow. Ja, viel Spaß, ne? Beim Warten. Gott, oh Gott, oh Gott. Umsicher hier und links abbiegen, Alter. Ach, ein Trauerspiel. Paul-Koch-Straße, Nordbahnhof, Paul-Koch-Straße, Albert Einstein-Gymnasium, alles klar. Kann man da nicht irgendwie draufklicken oder so? Können wir nachher mal versuchen oder so. Aber zumindest das Symbol dafür ändert sich. Naja. Egal. Hab das jetzt. Wundervoll. Kann das echt nicht vernünftig halten, Alter. So, jetzt kommt der Nordbahnhof. Nächste Haltestelle, Paul-Koch-Straße. Nee, jetzt kommt der Nordbahnhof, habe ich gesagt. Sagt die Innenanzeige. Auch schon wieder Paul-Koch-Straße. Nächste Haltestelle, Nordbahnhof. Ja. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Ja, ist nicht vorhanden, aber. Psch. Das ist geil. Hey. Hallo. Hallo. Einmal normal. Ah, normal hier. Danke. Steht hier nicht ein Ticketautomat? Nee. Müssen wir mal einen platzieren. Plus 6. Super. Das ist nur Nordbahnhof, ne? Ja. Haltestelle, Albert-Einstein-Gymnasium. Nee. Weißt du, willst du hier alles gleichzeitig machen? Das klappt nicht.
Dann stehst du hier schief und rammst alles weg, Alter. Kannst nicht auf alles gleichzeitig achten. Ja, du kannst ja aussteigen, es geht mir nicht auf den Sack. So, Gerät, funktionierst du bitte? Denkst du so auch so schweben, ZF, Alter. So, jetzt. Komm. So eine Chaosfahrt schon wieder, ey. Oh, ey. Ändert überleben. Man hofft zumindest. So. Faule Kind hier, kann ich mal für eine Schalt, muss ich jetzt für alle Haltestelle hier mitfahren. Sei denn, das willst du auf Westerlotzi-Schule. Musst du glaube ich auch noch kommen, ne? Ja. Ja, gepasst. Wunderbar. So, wie er sagt mir jetzt Magdeburger Ring. Nächste Haltestelle, Albert Einstein. Oh, wieder ein Solobus. Alter. Gelenkbus aber wollen mir irgendwie nicht entgegenkommen. Also eingetragen habe ich auf jeden Fall welche. Ist nicht mal wenige. So. Hallo. 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 Richten Sie sich eigentlich auch nach den Fahrzeiten, die da am Plan stehen, oder nicht mehr? Nee, nicht mehr. Eigentlich nicht mehr so. Du 7, Alter. Das ist schon wieder ein Solobus. Auf der 15. Schon wieder. Nächste Haltestelle, Bad Kingsauer Straße. Nein. Ah, Idiot. Ja, klappt bald. Ich fahr auch gut. Und leider werden wir heute nicht mehr ankommen, habe ich das Gefühl. Rheinhausen ist verspätungslastig. Ach hey. Die ganze Zeit so einen komisch bitteren Geschmack. Fühlt sich generell komisch an in letzter Zeit. Ah, gut. Blödsinn zu machen. So. Jetzt hier, komm, heizen, los. Ich werde da zwar eh nicht über die Ampelphase kommen, das könnte ich jetzt schon und sowas drauf verwetten, aber hey. Bewegt sich da überhaupt was? Ja. Ja. Was sag ich? Ach, shit. Nee. Einstieg vorne, aha. Oder irgendein Piktogramm. Ja, gut. Nee. Festische Piktogramm.
Okay. Jetzt kommt Heinz weg da vorne. Aber das mit dem Blinken ist ihm früh eingefallen. Karre wieder über dem Bordstein, wie sich das gehört. Jetzt haben wir auf den letzten Meter nochmal wieder derbe Verspätung. Oh, jetzt muss das hier mal sein. Irgendwann ist auch mal vorbei. Gut, dass wir nicht zu dieser Baustellenkrone fahren, hier gibt's ja eine Krone, da ist hier dann an der Magdeburger Straße eine Baustelle, das ist hier mit Fahrbahnverengung. Danke. Oh, shit. Sind aber ganz schön spät gekommen, einmal Kurzstrecke bitte, wow. Sie sind aber reichlich spät. Einmal kurz schreiben. Super. Weizen. Geil. So Weizen. Schön. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Heizen. Geil. Schön. Ciao. Nächste Haltestelle: Bauernfeldstraße. Ja, du Bauer, Alter. Hey, was geht zur Straße? Warum ist denn er jetzt durcheinander gekommen? Ich verstehe das nicht. Guten Morgen. Egal, Perfektion ist das Limit. Faction ist die Limit. Ach hey. Wie sieht das aus mit Grün? Nicht so. Ja, also ich weiß ja nicht, ob sie es. Also hallo erstmal, ne? Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber wir sind ganze 9,5 Minuten zu spät. Ja, ne? Nächste Haltestelle, Pestalozzi-Schule. Nee, das ist. Ah, egal. Passt halt, ja, passt. Was hier zu die Luken? Nächste Haltestelle: Bauernfeldstraße. Nächste Haltestelle: Reifenberg. Bismarck-Zentrum. Hey, Pestalozzi-Schule. So. Nächste Haltestelle, Pestalozzi-Schule. Ich bin überlisten hier. Das System. Oh, Luke zu. Ich finde tatsächlich Bildschirm hier gar nicht mal so schlecht. Ich halt irgendwie nicht weiß, warum man hier hinten auf dem kleinen Einzelbildschirm nochmal Werbung braucht. Aber da müsste ich wohl eher die Festische fragen. Warum man das so macht, so Pestalozzi-Schule, Reifenberg. 50, Reifenberg, schön, Reifenberg.
Los, grün. Wunderschön. Oh, Unfall. Echt? Doch keine Ahnung. Ich weiß das System auch nicht mehr wohin. Gut. Bin ich gut so. Ich weiß auch nicht mehr wohin. Ich bin eine Klapse oder so. So, machen wir so. Ah, Fresse halten. Wunderschön. So, wir sind angekommen, meine Damen und Herren. Wo ist das? Was ist das hier nochmal? Breitwehr war es nicht. Reifenberg, wunderschön. Reifenberg, habe ich natürlich gewusst. Mit diesem wunderschönen Bus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, es war jetzt nicht allzu schlimm, dass das so chaotisch ist. Gewesen ist sogar. Mensch, wer hätte es gedacht? Und ja. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Hoffe, ihr schaut auch bei anderen Videos da so mit rein und so, ne? Gibt ihr noch was anderes? Gibt ihr zum Beispiel noch Train Simulator oder schaut mal bei den Livestreams vorbei. Und ja, bis dahin sage ich tschüss, bis denne und ne, immer schön fresh bleiben, ne? Und ganz wichtig, Hände über der Bettdecke. So, tschüss.